Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Soccer Manager. Ich mache doch noch eine Folge. Ja, ich kann nicht genug davon kriegen. Eine geht noch. Hab nämlich gerade was gesehen. Wir haben im Vereinsbereich ein Upgrade geschaffen und sind jetzt auf Level 2. Geil. Nächste wird auch wieder 2,9k kosten. TV-Einnahmen wird nochmal steigen. Fanartikelbewertung. Immer noch nicht die Ticketpreise. Komisch. Regeneration von Verletzungen und Prävention wird auch wieder steigen. Also dasselbe eigentlich wieder wie vorher. Da hinten haben wir es. Da haben wir das Level 2. Ja, aber dabei können wir es uns nicht leisten, weil wir im Minus sind. Müssen wir erst wieder ein bisschen Geld schaffen. Kohle schaffeln. Und dann, ja, mal schauen. Gut, wir schauen weiter. Euroleague. Da sind wir nicht dabei. Esposito Möschel möchte mehr Spielzeit. Du darfst eh die ganze Zeit spielen, du Hannes. Training haben wir nicht. Nächste Spielvorschau gegen Queen's Park. Queen's Park, ihr seid direkt hinter uns. Ja, das wäre natürlich nice. Da könnten wir uns natürlich absetzen. Die haben gewonnen. Da vorne Cove, Fofa, Rafe und Clyde. Und in 2 Tagen können wir wieder trainieren. Wie schaut es da aus? Der Merschel ist total desillusioniert, obwohl er eh die ganze Zeit spielen darf. Young Vinicius. Vinicius ist so ein geiler Idiot. Der darf natürlich spielen. Fagir. Gut dabei. Felipe hat sich jetzt verletzt. Oder Magini trainieren. Da kommt doch mal irgendjemand anderer rauf. Wilson, der für den läuft es ganz gut. Für den läuft es hier nicht so gut. Was könnte ich noch machen? Wen könnte ich noch draufpacken? Ja, Mai. Egal, pack mal ihn drauf. Und der Rest passt. Der Rest passt. Wir haben wieder einen Boost. Dann hauen wir doch den Fakir in den rein. Hier Zuspruch erhöhen. Bringen wir dich auf 50. Oh yeah. Gegen die direkten Verfolger aus Queen's Park. Erste Chance für die Gegner. No, darf das aber nicht sein. Keiner kriegt den Ball weg. Alter. Was war denn das? Sind wir hier bei Fußball oder bei Kopfball? Es geht weiter mit den lustigen Kopfbällen. Keiner kriegt ihn geklärt. 1-1. Nicht gesehen, wer es war. Gegner. Ist halt so schade. Ich habe halt nur die Tore an. Das heißt, ich weiß, wenn so eine Aktion ist, dass halt dann Tor fallen wird. Und wenn der Gegner im Angriff ist, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Gegner dann Tor schießt. Ja, McHugh. Du Drecksack. Gemein. Die direkten Verfolger. Du hast dich gerade verletzt, du Vollpenner. Mehr Trainingszeit. Alter, hackt's oder was? Ey. You want that Roberts nach wie vor haben? Die geben nicht auf. Ich finde, wir haben schon eine ganz coole Truppe. Bis auf, dass wir ein paar haben, die einfach nicht trainieren wollen, aber sonst irgendwie schon ganz cool. Da machen wir das Training. Passt ganz gut mit den Trainingsvoraussetzungen. 6 Spieler, die nicht gut trainieren. Fagir ist auch verletzt. Das ist nicht gut. Was hast denn du, Fagir?
Fersenprellung. Okay. Sollte aber wieder fit sein. Wenn nicht, schleife ich ihn eigenhändig zum Platz und sage, du spielst. Spielvorschau, es geht gegen Dumbarton Dumbledore. Felipe wäre wieder fit. Jones und Vergier beide gut drauf. Lamont verärgert über seine Leistung und möchte in der ersten Mannschaft eingesetzt werden. Ist nicht fit. Chris Johnson. Ach, Robertson, ja. Der hat die ganze Zeit Angebote gekriegt. Wahrscheinlich, weil er so wenig spielen darf. Lass mal doch mal wieder den Robertson einfach mal spielen. Als rechten Verteidiger. Und dann machen wir weiter. Nein, diesmal kein Zuspruch. Zuspruch klappt nie. Ihr müsst auch ohne Zuspruch lernen, Tore zu schießen. Oh je, der Gegner ist im Angriff. Chang läuft vorbei. Chang ist ein Ausdruck in Argentinien für Scheiße. Gegner nochmal im Angriff. Sagt's bloß, jetzt lassen wir uns von Dumbledore abkochen. Offenbar. Direkter Konter. Vinicius über Can. Vinicius. Tor. Nicht gesehen, wer es war. Fakir vielleicht? Ja. Ach, schade. Bringt uns aber nichts. Wir verlieren. Weil der Fritzl der beste Mann war. Ah. Ärgerlich. Oh, 16,5k minus. Uiuiuiuiui. Das ist schon ein bisschen heftig. Fans hassen uns gleich wieder. Nach wie vor Vierter. Da haben wir uns ja ein bisschen Polster aufgebaut. Jean Fagan. Fagan, du bist eher so ein Ersatz, oder? Jean Fagan. Kurz mal reinschauen. Jetzt mal nach Gehalt sortieren. Fagan, du hast aber viel Gehalt. Du hast aber viel Gehalt. Also, für das das dann wert, scheiße ist, hast du richtig viel Gehalt. Vinicius aber auch, oder? Doch, viel Gehalt. Haben die alle? Vergiert viel Gehalt und wenig Wert? Gehalt? Ist es immer so ein Unterschied? Offenbar. Naja, wieder was gelernt. Höheres Gehalt als Wert. Bei ihm kommt es mal besonders vor, weil bei ihm ist es ja die Hälfte eigentlich, kann man sagen. Ja, bei Fakir auch. Okay, vielleicht kriegt er ein bisschen zu viel Gehalt. Ja, okay, kann ja sein. aber... Na, okay, was sowas wie ein Lipper zum Beispiel, der hat ja auch einen scheiß Wert und kriegt richtig viel Gehalt. Da ist er natürlich erfreut über alles. Dann trainiert er auch noch scheiße. Also, ja, Lippert und Schlüsselspieler ist er auch. Mann, ey, du bist auch so ein Penner. Also, Fagan, nee, passt schon so. Passt, glaube ich, so ganz gut. VR ist auch okay. Brauchen wir eh immer. Haben wir zwei, das ist genau richtig. Da habe ich nicht vor, was zu ändern. Champions League, ja.
Da bin ich bestimmt dabei. Vierundzwanzigster November. Einen guten Monat noch, dann haben wir die Transfers. Und dann spült sich automatisch wieder ein bisschen Kohle auf unser Geldkonto. Liegt ein Angebot für Robertson vor. Ja, das kommt auf den Stapel. Das kommt auf die Ablage. 5-0. Schon krasse Ergebnisse teilweise. Vereinsspieler des Monats, Vinicius, Jones oder Fagir? Hätte ehrlich gesagt, hätte es Vinicius gleich verdient. Ja, Gustavo Vinicius. Sehr schön. Gratuliere. Neue Stellenangebote. Für den Arsch. Das wird das klappen. Training. Natürlich. Da können wir beim nächsten Mal wieder durchswitchen. Wer trainiert nicht gut? Esposito und Felipe. Überraschung. Seyfried auch nicht. Lippert, Johnson, Ramsby, Preston. Aber da sind auch welche injured. Ja, weiter. Wir sind im Dezember. Ein Monat noch zu den Transfers. Der Fagan. Da haben wir ja gesagt, nee. Erstmal nicht, aber viel. 324.000 ist aber ganz schön eine Summe, oder? Also normal, wenn wir irgendwie nur 1K kriegen. 324? Oh, das ist aber schon verflucht gut. Sollten wir es einfach mal machen? Das ist ein echt gutes Angebot. Ja, machen wir das. Machen wir es. Machen wir es. Kaufen wir uns ansonsten, wenn wir wieder Geld haben, einen neuen. Passt. Einen Monat haben wir noch. Transfer vereinbart. Genau. Schöne Sache. Na, wann ist das nächste Spiel? Fagan fällt aus. Ja, stimmt. Das hatte ich letztes Jahr. Da habe ich erst ein Transferangebot bekommen, so wie hier eigentlich. Und dann hat sich derselbe Spieler verletzt, so für 3 Spiele oder so. Und das waren aber richtig lange, weil da lange Spielpause war. Das heißt, der hat sich für, weiß nicht, 2 Monate oder so verletzt. Oder noch länger. Dann glaube ich einen Bänderriss gehabt. Und dann dachte ich, erst wollte ich ihn nicht verkaufen, aber dann mit der Verletzung dachte ich, ja gut, besser wird's nicht mehr. Tschüss. Und habe ihn erst gerade verkauft. Ja, das kann passieren, wenn sich einer bei mir verletzt. Oh Mann, Möschel, dem geht's wieder ein bisschen besser. Das ist doch mal schön. Das freut mich doch zu hören. Verteidigung links. Eigentlich müsste ich den Lippert wieder mal reinbringen. Der Bartoleschki, lass man statt den Seyfi spielen. Weil der Seyfi scheiße trainiert. Philippe ist noch gut drauf. Fagir 92 mittlerweile Eingespieltheit. Sogar mehr als Ricky Jade. Ja, nice. Du bist ein Rechtsfuß und du bist ein Rechtsfuß. Ja, dann ist es eigentlich egal, wie er wo spielt. Da komme ich aber eh auch durcheinander. Also weiß nicht, wie ihr das macht, sondern lasst hier einen Rechtsfuß, einen Rechtsstürmer auch rechts stehen oder umgekehrt. Weil für mich würde mehr Sinn machen, wenn Rechtsfuß links steht, weil der, die Distanz zum Tor ja weniger ist. Er hat auf jeden Fall Offensivmittelfeld rechts und rechtszentral. Jones hat zentral. Ja, komm, dann tauschen wir die beiden einfach mal. Ändert sich dann der Team irgendwas?
Es ist wie bei FIFA, dass die dann besser miteinander zusammenarbeiten. Und übrigens, diese ganzen Bilder, die da sind, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Also ehrlich, da steige ich nicht durch, was das hier für Bilder sein sollen. Er läuft energisch davor, er überquert den Mittelkreis, er hebt die Hand und er schießt alles, was ihm über die Flinte kommt. Ja, keine Ahnung, was das für Symbole sein sollen. Das natürlich auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Aber ich sehe hier irgendwie keine Spezialeigenschaften von ihm. Muss ich sagen, wieder, ah, das ist es. Ihr Spiel gegen Peterhead. Eine Halbzeit, wo nichts passiert. Wer ist jetzt im Angriff? Ach du Scheiße, die Gegner. Na, dann wissen wir doch gleich, wie es ausgeht. Ich suche schon mal den Überspringen-Knopf. Wir nochmal. Chang. Vinicius. Fakir. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 7. Dezember. Training. Können wir noch nicht. Ja, 1-1. Geht besser. Die Fans werden mich wieder hassen wahrscheinlich. River Plata gegen Real Madrid. Transferangebot für Robertson hat man da. Ja, das brauchen wir eh nicht unbedingt. Taktisch haben wir im Moment nicht im Training. Offensiv, Physis, Technik. Na, Physis ist eigentlich schon ganz cool. Wobei. Sehe ich, was Physis genau trainiert? 5% Fitness und 5% Physis. Was bringt denn am meisten? Ich weiß halt nicht, wie gestaffelt das ist. Also, ob Verteidigen so clever ist, weil es ja nur einen Stern hat und deswegen nur 2% Fitness und 5% Verteidigen gibt. Torwartspiel, ja, aber wir haben halt nur zwei Torleute. Bei Session Cap ist übrigens auch geil. Toll, schöne Übersetzung. Technik offensiv, physisch. Technik raus. Komm, hauen wir mal ein Torwartspiel rein. Hauen wir mal ein Torwartspiel rein. Schauen wir mal, ob das dem Ding jetzt gefällt oder immer noch nicht. Immer noch nicht. Der Esposito mag irgendwie nicht trainieren. Er hat irgendwie überhaupt keinen Bock, besser zu werden. Es ist ja gut zu wissen fürs nächste Transferfenster. Real gegen River Plata. Realistisch. Kein Transferangebot. Was übrigens gerade so überhaupt nicht passiert, sind irgendwelche Angebote, die ich krieg. Habe ich da jetzt noch überhaupt keins zeigen können, weil ich einfach noch überhaupt keins bekommen habe? Was sehr schade ist. Denn ab und zu kriege ich Angebote von anderen Clubs, also nicht solche hier. Wo sind's? Nicht solche da, die man beantragen kann, sondern wirkliche, richtige Transferangebote. Und wo man sich dann aussuchen kann, eins von dreien. Eigentlich, wenn man einen guten Job macht, und ich würde mir vorstellen, wenn der Vorstand von mir so begeistert ist, dass ich einen guten Job mache und dass ich durchaus Angebote kriegen könnte, aber derweil so gar nichts.
So gar nichts. Das ist der Vorzeigeeffekt wahrscheinlich. Gegner schießt uns ein Tor. Spoiler. Ja, Webster. Aber jetzt wir im Angriff. Vinicius wirft ein. Sah lustig aus. Dreht sich nach rechts, wirft nach links ein. Boah, was für ein Tor von Chang. Oh, das Tor der Saison. Weltklasse-Tor. Und sonst ist nichts mehr passiert in der ersten Halbzeit. Sechste Minute, siebte Minute. Chang-Einwurf. Möschel. Oh, der Trickster. Und was für ein Kopfball. Und Valencia. Drisch das Ding rein. Wer hat denn den geilen Kopfball geschossen? Nein, nein, nicht drei Minuten vor Schluss, ihr Penner. Komm, Möschel, Gegenangriff. Los, Konter. Okay, Tor für die. Fuck, 2-2. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Zwei Minuten vor Schluss, weißt du? Vierter, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir auch einen Abstand. Aufgerissen auf D. Unbefriedigend. Was haben wir denn da alles? Update. Achso, die ganzen Stellenbewerbungen, genau. Möschel hat sich verletzt. Für ein Spiel fällt er aus. Oh, gegen Fofar. Ablehnen, ablehnen, ablehnen. Ach Gott, ja. Mhm. Danke schön dafür. Ist richtig gut. Feiere ich total dieses Feature. Das macht so viel Sinn. Das bringt es echt total. Und ja, ich könnte Geld zahlen, um irgendwo unterzukommen, aber. Darum geht es mir nicht. Ich möchte das, wenn, dann nach einem dann richtig schönen Journeyman-Modus machen und dann halt auch wirklich eine Anfrage bekommen von jemandem, nicht einfach das so quasi ercheaten. Mach mal offensiv, mach mal wieder verteidigen rein. Torwart hat ja offenbar richtig viel gebracht. Vorfa Athletic. So, den Möscher tauschen wir aus gegen den Sversen. Der ist ja auch richtig gut drauf. Und der Möscher macht Platz für ihn hier. Philippe, ja, so halb gut drauf wäre er schon, aber Fakir und Jones sind halt irgendwie mein neues Dreamteam. Muss ich ehrlich sagen. Fakir, bald auf 48, bald auf 48. Gegenvorfahren, das ist natürlich spannend. Die sind halt direkt oberhalb von uns. Da wäre so ein Sieg schon lecker. Erste Halbzeit passiert mal gar nichts. Oje, und in der zweiten Halbzeit schenken sie uns ein. Spoiler. Kommt die Doris allein. Die Doris schon wieder vor allem. Ja, 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 ja. Komm. Hau raus, mach noch eins. Die können nichts. Yes. Vinicius, du geile Sau. Doris, bester Mann. Mit 41. Ja, ja, klar. Oh, 44.000 minus. Also ich hoffe, dass wir nicht einfach rausgehauen werden, weil wir kein Geld mehr auf der Kante haben. Das wäre belastend. Bitte gibt es uns noch das halbe Jahr, halbe Jahr, das halbe Jahr wäre auch nicht, das halbe Monat, damit wir die Transfers durchbringen. Wir haben ja einige geplant. Gleiches Weihnachten, liebe Leute. Ja, sowas wie eine Weihnachtsfeier oder so, oder Teambuilding, irgendwie gemeinsam in einen Heben gehen, das gibt es leider gar nicht. Ist leider nicht drinnen. Transferfenster öffnet bald. Das ist die einzige Info, die wir am 24. erhalten. Training machen wir natürlich auch. Ein schönes Weihnachtstraining. Darf auch nicht fehlen. Sechs trainieren scheiße. Die kennen wir doch. Die üblichen Verdächtigen.
Might Level 10. Das wäre auch schön. Wenn wir das auch noch schaffen, das wäre Hammer. Clyde gegen Queen of the South, die sind direkt hinter uns. Die haben wir schon mal verloren, glaube ich. Ja. Schaut's mir im Vorstand aus. Hasst uns der mittlerweile? Geht eigentlich. Die Fans hassen uns wieder total. Die Fans sind auch wirklich. Das sind so typische Erfolgsfans. Mit denen will ich ja gar nichts zu tun haben hier. Nur am Rumnörgeln. Lamont ist total mies drauf. Vinicius und Chang eigentlich spricht nichts dagegen, die weiter zu spielen zu lassen. Außer dass Lamont keine Spielpraxis gerade kriegt, aber naja. Sverzen, der geht halt auch durch die Decke, während Möschel nicht so geil drauf ist. Jones und Fagir, 48 und 47. Hau mal Zuspruch nochmal rein für Vinicius, weil der hat einfach so eine geile Sau ist. So, jetzt wird spannend. Der Rudden, den kennen wir ja auch schon. Der muss aber auch schon sau alt sein, oder? Hatte der nicht bei 55? Und die South Queen, die machen wir fertig, hä? Ja, oder auch nicht. Oder auch ein langweiliges 0-0. Nicht mal Chancen waren da dabei. Ah, okay, VIP-Mitglied. Nee. Gleich öffnet das Transferfenster. Gleich ist es soweit. Minus 45.000. Eieieiei. Möschel. Ja, ich meine, ich habe drauf gewartet. Muss ich ehrlich sagen. Lech hier, Gdansk. Ich habe ehrlich gesagt wirklich drauf gewartet. Wollte nämlich nicht auf die Transferliste packen, weil dann die Angebote ja immer unter dem Marktwert sind. Und der hat halt so einen Hammer-Marktwert. Ja, ihr seht es ja, 519 Spielerwert und sein Angebotswert hat mal 715.000, was schon verflucht geil wäre. Stattdessen einen anderen verpflichten wäre eine Idee. Ich kann es mir gerade nicht leisten, aber wir sollten ja einiges an Geld dann bekommen. Und wir müssen ja auch ein bisschen das Gehalt reduzieren. Bin jetzt auch nicht mega begeistert von ihm, weil er die ganze Zeit irgendwelche Eskapaden macht. Deswegen nehme ich es an. Ganz einfach. Sorry, Möschel, aber kein Platz mehr für dich. Cool. Dann sollte jetzt einiges an Geld rüberwandern. Kickt es mich nicht raus jetzt am letzten Tag, ich sag's euch. Da kommt Geld rein. Ich verspreche es euch, Leute. Nicht rauskicken. Alles cool. We've got this. Wir haben alles unter Kontrolle. Alles chillig und cool. Nicht raushauen. 1. Jänner. So. 300.000. Oh yeah. So sieht das doch schon mal besser aus. Neue Stellenangebote für den Arsch. Vereinsspieler. Alle ohne Bilder, Chang, Vinicius und Valencia. Ja, Vinicius, oder? Ja, Chang, okay, der hat auch ein schönes Tor gemacht. Gefällt mir. Ist lustig, ich muss sagen, am 1. Februar endet... Hä? Wieso ist er noch da? 1. Februar?
Ach, öffnet das Transferfenster dort später in Polen offenbar. Aha. Okay. Gut, dann ist er halt noch einen Monat da. Dann kriegen wir erst einen Monat später der Kohle. Okay. Was wollte ich sagen? Ich muss sagen, dass. Hab's vergessen. ja. Muss sagen, dass. Wir sind nicht beim nächsten Mal, falls war vielleicht. gut. 300.000, was kann man mit 300.000 Schönes machen? Mit 300.000 kann man kein Stadion ausbauen, richtig? Oh, richtig. Mit 300.000 kann man da könnte ich upgraden auf Level 3. Weiß ich nicht. Wichtiger wäre Training. Upgrades. 400. Geht sich nicht aus, oder? Ja. Geht sich nicht aus. Würde sich erst in einem Monat ausgehen. Dann hätte ich kein Geld mehr für Transfers. Mannschaftsgröße ist 22 von 25. Setzen wir die mal sicherheitshalber wieder in die erste Mannschaft. Sonst rastet unser Vorstand wieder komplett aus und ballert uns wieder irgendwelche Vollidioten mit rein, die wir nicht brauchen. Das heißt, es passt ganz gut. 9. April haben wir den nächsten Youth Intake. Da werden Upgraden irgendwie ganz cool. Wie gesagt, ich mag das mit den Jugendspielern, aber es dauert halt immer so ewig lang. Deswegen bringt es meiner Meinung nach nicht so viel. Ich hatte das bei Exeter gemacht, aber da bin ich auch ziemlich spät, ziemlich knapp danach rausgeflogen. Das heißt, ich habe davon auch gar nicht profitieren können. Nein, möchte ich nicht. Herr Vorstand, er mag mich, die Fans hassen mich. Wir sind aktuell Vierter. Jetzt ist die Frage, möchte ich jetzt noch wen verpflichten? Der Möschel geht ja noch. Sehe ich, welche Transfers gemacht wurden? Es leckt gerade, aber. Zugänge, Abgänge. Geliehene, verliehene Merkliste. Ich habe geliehene Spieler? Du bist doch bei St. Mirren. Jay Henderson? Wer bist du? Was? Ich habe geliehene Spieler. Die habe ich verliehen nach St. Mirren? Na, aber offenbar nicht, oder? Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Ich kann, jetzt könnte ich ja sagen, Leihe beenden oder irgendwas, aber ich kann ja nur Transferangebot machen oder Leihangebot machen. Nee. Von Verein, genau, den haben wir arbeitslos geholt. Er ist aber noch nicht drinnen bei den Abgängen, weil er noch bei uns ist. Wie finde ich ihn raus, wer jetzt noch aller bei uns ist und bei uns bleibt, bei ausgeliehen, da ist niemand drinnen, ist auch interessant. Wie sieht's denn aus bei dir, Möschel? Möschel, Möschel, Möschel. 18 Monate noch Vertrag? Mhm. Ja, ich glaube nicht. Übertragen, pending. Aha. Okay, jetzt müsste ich mal alle durchschauen, wo noch übertragen, pending steht. Ach, ja, und ein paar, die auslaufen. Da kann man sich dann natürlich auch noch überlegen, ob er da nicht doch den einen oder anderen
verkauft. Wilson ist der gute Torhüter, der trainiert. Lamont hasst mich. Ist sehr verärgert über seine Leistungen, aber auch verärgert darüber, dass er nicht in der ersten Mannschaft eingesetzt wird. Merkst du einen Fehler, oder? Merkst du vielleicht, was zusammenhängt miteinander? Wert von 4,4K ist aber auch echt belastend, echt wenig. Gut, also ich könnte drüber nachdenken, da aufzustocken und einen anderen ML zu holen. Statt Schwärzen. Den werde ich jetzt spielen lassen, weil der Möschel geht ja eh sowieso. Dann möchte ich natürlich weiter auf den Schwärzen bauen. Und ja, eventuell, jetzt wo wir das Geld haben, ich meine, sonst würde ich sparen für das Trainingsupdate, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ML-technisch doch wen bräuchten. Ich hätte noch ein paar Münzen, also ein paar Credits. Das heißt, ich könnte auch jemanden mit Echtgeld zahlen. Quasi Echtgeld. So, klicken wir uns mal da zu Tode. Machen wir mal 220k vielleicht. Transferstatus alle, Position ML, genau, und das Alter auf jeden Fall eingrenzen auf, so wie ich es immer habe, so jung und knackig. Und wir gehen auf Suchen. So, ich habe mich jetzt noch ein bisschen durchgeschaut und ich habe mich für den entschieden hier, für Sartiar Guin, den werde ich verpflichten, da hat er mich ein Spielerbild. und der kann auch einige spielen, der kann Flügel links und rechts spielen, er ist 17 Jahre alt und er wäre für ein Gehalt von 440k zu haben, was echt ganz geil klingt und dann würde ich doch sagen, verpflichten wir den für diese Coins hier, den Jorge. Bam. Toll, mit Bild hier. Spieler unter Vertrag. Überspringen. Weiter. Dankeschön. Nein. Wollen wir nicht. Cool. Und da ist auch gleich in der ersten Mannschaft. Santarguin. Und dann machen wir noch ganz kurz Squad Number. Die weisen wir noch zu. Und dann senden wir das Ganze ab. So, und ist auch wirklich genug gespielt für heute. Ich mache einen Cut. Wir haben wieder jemanden verpflichtet, was sehr nice ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.